Yo, yeah, und willkommen zurück zu Dauntless. Und heute darf ich mein drittes Video einleiten. Denn jetzt können wir auch endlich in den Kampf ziehen. Verfolgung Brandbehemoth. Ein junger Embermann ist ein schneller und wilder Behemoth, der noch nicht genug Brandäther gefressen hat, um feurige Attacken gegen seine Bonne nutzen zu können. Trotzdem ist er nicht zu unterschätzen. Schnelle Attacken und wendige Taktiken werden empfohlen. Okay. Also, es gibt auch weiterentwickelte. Der ist dann 1. Dann klicken wir drauf. Jagd beginnen. Also, es gibt einmal Jagd beginnen, wo man mit anderen Spielern zusammenkommt. Und einmal private Jagd, wo man dann alleine kämpft. Wir machen die erste Jagd mal mit anderen Spielern. Wir schauen mal. Lukaku. Anderen Spielern. Und dann ja. So, dann geht's in die Jagd rein. Gleich gibt's aber leider immer noch Zeit. Da geht's los. Mal schauen. Der ein Axtspieler. Die spielen sogar beide über Playzy. Finde ich nice, dass es so ein Cross-Plattform-Gameplay hier ist. Und alle die gleiche Rüstung ist ja nice. Aber oh, wenn man nur Wasserbändigen oder Feuerbändigen könnte, ich würde das so feiern. Also so richtig wie ein Avatar. Okay. Also Waffenkombos habe ich mir schon mal angeschaut, daher. Wir nehmen einfach alles mit, was hier auf den Weg kriegen können. So, man soll den. So, 2, 3 und dann zack, boom. Boom. Boom, Alter, der hat aufs Maul bekommen. Ah, nicht am Kopf getroffen. Bam, jetzt geht's aufs Maul. Frage ist nur wer. Ich. Okay, überall 27. Ah, hier vorne haben wir ein paar 100er Hits. Ich. Also immer ein paar Kombos machen. 1, 2, 3, 4. 3, 3. Dann wir heilen uns mal ein bisschen. Warte, halt euch mal. Okay, so sollte ungefähr so an die 3 bis 5 Minuten dauern. Ich. Okay, Leute.
Okay, drauf, zack, zack, boom. Jetzt geht er aufs Maul. Drauf, Schwanz. Na komm, stirb doch endlich, man. Geht doch. Easy. Okay, ich würde mal gerne wissen, was diese Ringe bedeuten. Welcher Rang überhaupt gut ist oder welcher schlecht ist. Okay, 4 Minuten haben wir gebraucht. Und hier haben wir mal so eine Meisterschaft. Beute, die Elite-Jagdpass muss freigeschaltet werden, um die Elite-Jagdpass. Bonusbelohnung. Die Elite haben wir nicht, dafür muss man da Money bezahlen. Gebrochene Teile, je nachdem, was man von dem Bild aufhaut. 5 Millionen Schaden, yo. Okay. Zweimal betäubt sogar. Ganz nice. Tesla in einem beliebigen. Ja, gut. Dann gibt es noch so ein paar. Meisterschaften für Schwert, für die Waffen, Axt wahrscheinlich und so. Ja, ich würde sagen, ist doch ganz nice gewesen. Ich würde sagen, wir machen am besten gleich mit dem nächsten Fight los. Weiter. Okay, das war doch nice, das war doch nice. Okay. Ich hoffe, das Game ist für euch flüssig, also bei mir jedenfalls ja. Also die Aufnahme. Oh, fehlen ja. Die Freunde sind immer noch sehr heiß, perfekt für die Schmiede. Nun vorausgesetzt, dass wir alle Teile haben. Wir brauchen, kann sich Wills an die Arbeit machen. Nice, sprich mit Waffenschild Wills Bomben über die Schmiede. Waffen aus Bärmacht Trophäe. Schmieden mit. Hier war mal eine Waffe. Wills ist froh, dass ihm schon seine neuen Waffen getroffen und solange wir alle Teile haben, die wir brauchen, können wir auch mit dem Schmieden beginnen. Wenn nicht, dann fürchte ich, wirst du die Jagd auf. Wills, du dich auf die Jagd nach mehr Trophäen und Bärmacht geben müssen. Das ist schon nur um eine Ebermann. Vergiss nicht. Okay, der beste Freund eines Ramsgate-ansässiger Waffenspiel. Wilsbaum hat die Kunst, Nahkampfwaffen aus Trophäen von erlegten Bärmaus herzustellen. Jede Waffe hat ihre eigenen Vorteile im Kampf. Manche richten sogar Elementarschaden an, der je nach Bärmaus stärker oder schwächer sein kann. Elementarschaden wird dann sowas wie Feuer und so sein. Und wir wollen eine Bärmaus herstellen. Die haben wir ja. Die wollen wir. Ja, die hat Feuer. Das freut mich. Dann haben wir auch genug. Und dann können wir die auch gleich ausrüsten. Wir sehen hier, was es gibt. Ach, genau. Dann kann man wahrscheinlich am Anfang gleich. Okay, wenn man dann möchte, kann man dann die hier noch dazu. Gibt es da zu den Sets, würde ich mal so sagen. 2. Ich glaube, ich würde auf Feuer gehen. Also. Ganz nice. Säbel. We will speak again, my friend. Okay. I did not expect you. In Ostia heißt es, man ist kein echter Slayer, sondern nicht eine Waffe für die aus genau dem wird die man jagt. Ja, das sagt man. Haben sie es so zu. Dies ist lediglich ein Beispiel des, was Wills mit den Trophäen spielen kann, die du ihm bringst. Zusammen, mein Freund. Menschen von. Qualität sucht. Stimmt, wo ist eine ehrbare Waffe her? Sehr schön. Boom. Okay. Ich würde sagen, wir gucken mal, was wir hier haben. Haben wir gleich mehrere. Dann kriegen wir noch eine Jagd hin. Oder? Gucken wir. Estischen Raserei. Okay, ich bin mal gespannt, ob das jetzt auch wirklich funktioniert. Modifikationen. Mod. Technikzelle. Okay, reduziert die Ausdauer, erhöht die Unverwundbarkeit. Das hört sich immer gut an. Kühne Überladung. Überladung. Okay. Dann gucken wir mal hier. Keine Verteidigungszelle. Erhöht die maximale Gesundheit. Ist immer gut. Was haben wir sonst noch? Das hätte ich gewählt. Der nächste Teil von
maximale Gesundheit. Verteidigungszelle, die haben wir schon oben, dann nehmen wir die unten. Dann haben wir hier Verteidigung und hier Angriffszellen. Okay, da haben wir keine mehr. Okay. Dann sollte das geschafft sein. 12 Minuten. Okay, dann wo war das? Nee, ne? Der Escape. Ist Questlock. Okay, was haben wir noch? Du hast keine Quest. Das ist nicht schön. Not good, boy. Hey, hoch da. Ich jetzt jump and run. Leder neu auszusehen, damit Katie sie angesehen. Wie sieht deine neue Waffe aus? Du bist. Da bist du, ja. Hatte ich was gehabt, du willst auch. Ja, hast du mit. Haben wir ja schon. Na, da haben wir doch was. Beweise, Catcher, dass du die Vierpflicht eines Layers erfüllen kannst. Geh nun hin und schlachte. Wie ein jungen Drask, ein Boreo, schließe die Mitte mal. Oh shit. Na klar, akzeptieren wir das. Nun, du wirst mit der Ausrüstung schwerlich den Marsch überleben können, aber du müsstest mehr als bereits. Ganz gut. Ich habe ein paar Vorschläge. Für dieses. Ich will es. Du hast besiegt, dass du mit BMOs fertig. Ja, als Veto-Spieler ist man dran gewohnt, dass immer alles vorgesagt wird, daher. Vor allem hier ist auch manchmal immer was abgeschnitten, deswegen lese ich es einfach kurz vor. Du hast bewiesen, dass du mit die von der Eta ernähren. Also denke ich, das ist ein logischer Schritt. Bau deine Meisterschaft auf, indem du einen schockfressenden jungen Drask und einen frostgestärkten jungen Boreos jagst. Du sollst außerdem jemals über ein paar nützliche Vorräte sprechen, nicht dem Mittelmann Besuch abstatten. Waffenkarten freigeschaltet, Drask. Dann gucken wir uns das mal an, ob wir die theoretisch bauen. Und Boreos wurde ja immer gesagt, es ist logisch, den anzugreifen, was man hat. Okay. Da bin ich noch gespannt, wo ich die finde, diese Waffenrüstung. Oder ob ich das. Ach, genau. Sheesh, das sieht nice aus. Dann würde ich sagen, aber das schon mal her. Opa, ich hätte jetzt nicht geguckt, welche. Da haben wir sogar Plus, dann ist es. Okay. Das sieht noch heftiger aus. Ich. Da haben wir jetzt nichts. Da müssen wir hier nochmal was reintun. Ach hier oben. Wird die immer während dem Ausweichen haben? Haben wir schon. Ja. Hier haben wir was da.
Ja, aber. Ne, haben wir nicht. Okay. Andere ist so. Okay, so sieht der neue Feuerbändiger aus. Und ja, damit sind wir auch wieder bei 17 Minuten und ich denke, dass das jetzt auch langsam wieder reicht. War doch ein heißer Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dass wir uns im nächsten Part wiedersehen. Da geht es auf jeden Fall weiter und dann würde ich sagen, kommentiert, abonniert und wir sehen uns im nächsten Part. Ciao.